Bienvenue, benvenuti, willkommen zurück. Wir sind hier fast auf dem Bundesplatz. Wie einige in der ersten Hälfte gemerkt haben, gab es noch einige technische Möglichkeiten. Das Team hat alles getan, damit wir wieder zusammen sind. Wir vermissen noch einige Leute auf dem Panel. Ah, voilà, jetzt sind die zwei wichtigsten hier. Wir sind hier, um nach über 30 Jahren, in denen Froklim als Forum der Akademien der Wissenschaft die Politik beratet, erneut eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zu diesem langen Atem von Froklim richte ich auch die Gratulation unseres Präsidenten Marcel Tanner aus. Danke an das Team, an die Wissenschaft, an die Expertinnen und Experten, dass ihr immer wieder bereit seid, neue Entwicklungen zu analysieren. Brennpunkt Klima, der riesige Bericht, der mit über 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entstanden ist. Oder auch die Hinweise zu der CO2-Abgabe oder auch die neuen Szenarien zur Energie- und Klimapolitik. Heute sprechen wir über Dauerlauf und Langstreckenlauf, über Dauersprint und Langstreckenlauf, wenn man es genau nimmt, nämlich über die Covid-Taskforce, die seit Ende März 2020 quasi im Dauersprint die Politik berät, und über Proklim, über die Klimapolitik, die eben seit über 30 Jahren im Gange ist. In Gruppen erarbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Proclim Policy Relevant Statements, zeigen Handlungsoptionen auf. Nun sind wir heute hier, um uns auszutauschen, was ist gleich, was ist anders. Wir möchten herausfinden, wie unsere Gäste auf dem Podium wissenschaftliche Politikberatung leben, erleben und einige auch überleben. Ich möchte gleich beginnen mit Marcel Salate. Marcel Salate ist Professor in digitaler Epidemiologie, einer der ersten, der damals Twitter, als es neu war, als Informationsquelle für Gesundheitsfragen nutzte. Er ist heute in der nationalen Leitungsgruppe des NFP Covid. Wir kennen ihn auch aus der Taskforce, wir kennen ihn ganz früh in der Pandemie. Er hat alles uns erklärt, als wir ganz Anfang März noch nichts wussten. Und irgendeinmal hat er gesagt, in diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert worden. Marcel Salate, was können Sie als Wissenschaftler zur Stabilisierung dieses Fundaments beitragen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Ich denke, wir werden einiges dazu beitragen können. Es vor allem, glaube ich, das Wichtigste, das wir tun können, ist ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wir sind jetzt in dieser speziellen Situation. Jetzt ist wahrscheinlich nicht die Zeit, Infrastruktur aufzubauen oder nur ganz notfalls Infrastruktur. Aber wenn diese Krise vorbei ist, denke ich, beginnt die Aufarbeitung und die Neuaufstellung, ich glaube, unseres Systems, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also ich habe damals ja auch gesagt, das wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Das heißt nicht, dass man die dann nicht wieder so zusammenbauen kann, aber man muss auf jeden Fall jeden Stein mal umdrehen und sehen, macht das noch Sinn, wo er da ist. Und ich denke, gerade im Zusammenarbeit zwischen der Politik, der Administration und der Wissenschaft gibt es, glaube ich, ganz vieles neu aufzubauen. Vielen Dank, da sind wir gespannt auf die Visionen. Sie haben uns eine Präsentation mitgebracht. Möchten Sie die mit uns teilen? Genau, ich teile die gern. Ich share hier mein Screen und ich hoffe, Sie können das so sehen. Falls das nicht so ist, müssen Sie mir das einfach sagen. Ich kann schnell Sie die Regie hier fragen, ist das so ideal oder möchten Sie es anders? Es ist gut, höre ich. Wunderbar. Ist gut. Okay, danke. Wunderbar. Dann können Sie Gas geben. Also, dann super. Ja, vielen Dank. Ich wurde für ein kurzes Input-Referat angefragt und ich mache das natürlich sehr gern. Und ich habe mich entschieden, über diese Thematik von Beraten und Kommunizieren zu sprechen. Und dass das eben kein Entweder-Oder ist, das ist mir eine wichtige Sache, vor allem für die zukünftige Generation von Wissenschaftlern.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und beraten und kommunizieren eben, dass das kein Entweder-Oder ist. Und deshalb habe ich dieses Bild mitgebracht aus den USA. Das ist, glaube ich, kennen wir alle, dieses Zusammenspiel zwischen Politik und Beratung. Und ich fand das ein schönes, fast Rembrandtsches Bild. Der Hintergrund dieser Debatte ist ja prinzipiell nicht neu. Es ist allerdings eine neue Dynamik, natürlich wegen Covid-19. Es ist die Maulkorb-Debatte, die ich zumindest in dieser Form, also ein direktes Verlangen, nicht mehr in die Kommunikation einzugreifen, so noch nie gehört habe in dieser Form. Dann natürlich das Taskforce-Modell, das an und für sich so auch neu ist. Und dann natürlich Twitter, das, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt hier. Ich denke, wenn wir über Covid-99 sprechen würden vor 20 Jahren, wenn es das gegeben hätte, dann glaube ich nicht, dass wir heute diese Art von Diskussion hätten, unter anderem, weil es damals noch kein Twitter gab. Gut, Sie haben es gesagt, Frau Appenzeller, zu Beginn war ich relativ früh einfach durch meinen Job auch dabei in der Kommunikation. Ich habe Twitter selber stark benutzt und bin dann in die Taskforce gekommen, als die kreiert wurde zu Ende März, Anfang April 2020. Und dann relativ schnell wurde mir dieses Statement von verschiedener Seite her angetragen, nämlich dieses, ja, man kann aber nur beraten oder kommunizieren, also du musst dich entscheiden. Und ich klammer auf hier, kommunizieren benutze ich hier in seinem wirklich großen Sinn. Es gibt Leute, die machen da noch Unterschiede zwischen kommunizieren und Aktivismus. Also ich weiß nicht, wo dieser Unterschied ist und wann das eine aufhört und das andere beginnt. Gewisse Leute sagen, alles, was auf Twitter ist, ist Aktivismus, was ich nicht korrekt finde. Ich nehme das hier wirklich in seinem großen Sinn, dieses Kommunizieren. Also wieso kann man nur eines? Wo ist überhaupt der Konflikt? Heute bin ich überzeugt davon, das stimmt nicht. Man kann beides und man soll auch beides. Eines der Argumente ist natürlich, es gibt dann eine Kakophonie, eine sogenannte, und das verunsichert die Bevölkerung. Und ich denke, das ist nicht gültig als Argument, weil des einen Kakophonie ist des anderen Meinungsvielfalt. Es ist gerade in der Wissenschaft natürlich normal, dass es unterschiedliche Stimmen gibt, gerade wenn man sich an der Grenze des Wissens bewegt. Hier braucht es vielfältige Kommunikation und diverse Ansichten. Das ist eine Stärke des Systems und mit dem Teil der Bevölkerung, mit dem ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, der hat sich dadurch überhaupt nicht verunsichert gefühlt. Im Gegenteil, hat es sogar geschätzt. Also ich glaube, das Kakophonie-Argument kann man getrost auf die Seite schieben. Es entspricht auch einem veralteten Weltbild, muss man sagen, als man die Kommunikationsflüsse noch kontrollieren konnte, als halt jemand noch eine Pressekonferenz hielt und was in der Pressekonferenz gesagt wurde, war dann hauptsächlich das, was in den Zeitungen drüber gesprochen wurde. Und heute mit sozialen Medien ist die Dynamik natürlich komplett anders und man kann die Kommunikationsflüsse nicht mehr kontrollieren, außer man geht natürlich die extra Meile bis hin zu Zensur, wie wir das auch in anderen Ländern sehen. Aber das ist sicher nicht etwas, was wir hier in der Schweiz oder in Europa wollen. Und deshalb müssen wir lernen, mit dieser Kommunikationsvielfalt umzugehen. Dann gibt es auch ein ganz einfaches Leistungsprinzip, das mich auch immer etwas verwirrt hat. Ich zeige das hier mit dem Beispiel einer Balance, einer Waage. Wenn ich zu einer Person gehe und sage, du, möchte ich anfragen, ob du mich beratest mit einem Expertenwissen, und die Person sagt dann, ja gut, das kann ich machen, dann ist die Leistungsbalance ja mal zugunsten von dieser Person. Also es liegt dann nicht an mir zu sagen, und jetzt habe ich noch Bedingungen dazu. Ganz im Gegenteil, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, wie Sie das wissen, werden diese Beratungen normalerweise honoriert und so wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. In einem Anstellungsverhältnis ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Da spricht man natürlich dann vom Lohn, das ist klar. Und jetzt in einer Krisensituation mit wissenschaftlichen Beratungen, da ging es nie ums Geld. Das hat man natürlich immer
ohne Honorar gemacht und hat man auch gern gemacht. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe das sehr gern gemacht und es war für mich immer eine Frage der, es war für mich klar, dass ich hier helfen würde, wenn ich angefragt würde. Das ist ja auch eine Ehre, das kommt auch mit einem gewissen Prestige, das macht man gern. Aber es ist die Balance, die stimmt dann am Schluss. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja gut, aber eben, also die Beratung möchte ich schon und dann möchte ich auch gleich noch eine Exklusivität, also bitte mit niemandem sonst kommunizieren, das kippt ja dieses Leistungsverhältnis eigentlich nur noch viel stärker. Und auch da wiederum, also in der Wirtschaft müsste man so ein Exklusivitätsberatungsmandat dementsprechend auch honorieren. Aber das macht eigentlich keinen Sinn und gerade in einem Politik mit Wissenschaft zusammen, das kann man da dann nicht mehr einfach mit Prestige oder mit Ehre aufheben. Es ist mir immer eine große Freude, Organisationen und Regierungen zu beraten, wenn das angefragt ist. Aber Exklusivität, das kann ich nicht verstehen und da kriegt man diese Balance einfach nicht hin. Also diese Idee, beraten oder kommunizieren, man kann nur eines. Nein, weil das entspricht einem veralteten Verständnis von Kommunikation. Nein, weil diese Exklusivität, die mit diesem Oder kommen würde, das ist aus einer Leistungsperspektive schlicht und einfach nicht vertretbar. Ich denke aber, ein wichtiges Argument ist auch, dass es eigentlich gegenüber den Steuerzahlern nicht vertretbar ist, den Bürgerinnen und Bürger, die ja auch die Wissenschaft finanzieren am Ende des Tages und die von der Wissenschaft auch die unterschiedlichen Meinungen wollen. Und ganz zum Schluss, das Ziel muss sein, dass man beraten kann und kommunizieren, aber natürlich beides mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein macht, das ist klar. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, wenn man Einfluss haben will, dann muss man verstanden werden können. Das stimmt auf der Policy-Ebene, das stimmt auch auf der Bevölkerungsebene. Und man muss dann auch vereinfachen können. Und im Moment scheint mir, wird so ein bisschen ein Konflikt geschürt, dass man sagt, man solle doch bitte nicht auf soziale Medien gehen, weil da müsse man dann vereinfachen und das komme dann nicht gut. Und für mich ist das eigentlich gleichzeitig auch eine Forderung dafür, dass die Wissenschaft nicht verstanden wird und eigentlich dann auch weniger Einfluss hat. Und ich glaube, dem müssen wir uns gegenstellen und sagen, nein, es ist wichtig, dass wir beides machen, verantwortungsvoll, aber auch so, dass wir eben verstanden werden. Vielen gut, Dank, das wär's. Vielen Dank. Danke für dieses Plädoyer für Open Science und Wissenschaftsfreiheit. Und ich denke, die Covid Task Force, von der Sie gesprochen haben, die haben ja das ziemlich gut eingekriegt, indem sie gesagt haben, sie können immer gerne als Person kommunizieren und die Taskforce als Taskforce. Also klar ist das ein Balanceakt, aber als Beobachterin habe ich eigentlich das Gefühl, man hat die Balance ziemlich gut gefunden. Nun möchten wir gerne zu unserem zweiten Panelisten, Thomas Stocker, ich begrüße Sie herzlich. Thomas Stocker ist Umweltphysiker, er ist Präsident des Oeschger Centers der Universität Bern. Er hat am IPCC-Bericht mitgearbeitet, hat auch einen Co-Chair gehabt. Und mit diesem Bericht und einem Eisbohrkern aus der Antarktis hat er sich aufgemacht, die Welt zu überzeugen für einen Einsatz gegen Klimawandel. Er ist auch Träger des Prix Benoit. Was haben Sie mit den Eisbohrkernen gezeigt, Thomas Stocker? Ja, guten Nachmittag alle miteinander. Vielen Dank für die Einladung hier. Die Eisbohrkerne sind natürlich nur ein ganz kleines Puzzlestück im Verstehen, was auf uns zukommt in der Klimakrise. Und da haben wir zeigen können, dass die CO2-Konzentrationen, also das neben Wasserdampf wichtigste Treibhausgas, heute Konzentrationen aufweist, die 35% höher sind als je zuvor in den letzten 800.000 Jahren. Es geschieht also etwas mit dieser Atmosphäre, und schuld daran ist der Mensch. Es geht darum, in der Klimaforschung die Auswirkungen zu dokumentieren, zu verstehen, was da läuft und die Krise auch zu beschreiben, die vor uns steht, in einzelnen Regionen bereits mit uns ist.
800.000 Jahre, das ist ja wahnsinnig. Aus der Erinnerung war mir diese Zahl nicht so riesig, sie ist noch viel größer, als ich gedacht habe. Zeigen Sie uns doch Ihr Referat, damit wir sehen können, was Sie genau geforscht haben. Vor 43 Jahren bereits war eigentlich bekannt, dass CO2 ein Problem darstellen kann. Den Forscherinnen und Forschern war die Kurve bekannt. Aber wenn Sie auf der nächsten Slide schauen, diese Kurve ist eigentlich nicht dramatisch. Und trotzdem haben die Wissenschaftler damals bereits gesagt, dass es allenfalls einen Wert gäbe von CO2, wo die Balance im Erdsystem gefährlich gestört werden kann. Also hier nur gerade 20 Jahre, nachdem man gemessen hat, das sieht unscheinbar aus, hat man bereits darauf hingewiesen. In dieser Arbeit auch wurde die Voraussage gemacht, wenn wir so weitermachen wie bisher, Aussage 1978, dann sieht die CO2-Konzentration im Jahr 2000 wie folgt aus. Nächstes Slide. Das war die Voraussage damals. Und das ist, was eingetreten ist. Mit diesem Slide möchte ich zeigen, dass die Wissenschaft bereits vor 43 Jahren eigentlich sehr genau gewusst hat, was auf uns zukommen wird. Selbstverständlich die Details und so weiter, die Impacts, was das für die Regionen bedeutet, das musste untersucht werden. Und das hat man dann auch gemacht im nächsten Slide durch einen Prozess. Das ist jetzt ein Prozess, den wir vielleicht dann in der Diskussion noch etwas vertiefen. Eine der großen Unterschiede zu der Covid-19-Situation, die Herr Salaté präsentiert hat und die wir alle hautnah erleben. Beim Klimawandel gab es einen Effort, diesen global zu verstehen. Und 1989 wurde dieses Intergovernmental Panel on Climate Change gegründet, in Vorbereitung für den Rio-Gipfel, der dann 1992 stattgefunden hat in Rio de Janeiro. Und dessen Ziel war, eine globale UNO-Rahmenkonvention zum Klimawandel ins Leben zu rufen. Es ging unheimlich schnell damals. 1994 ist diese Rahmenkonvention bereits in Kraft gewesen. Und diese Rahmenkonvention hat, wie der Artikel 1978 schon angesprochen hat, in seinem Artikel 2 gesagt, dass man eine gefährliche Einwirkung des Menschen auf das Klimasystem verhindern will. Die Gretchenfrage ist natürlich, wie man das anpackt und die Frage auch, wo ist denn dieser kritische Wert von CO2, wo es dann gefährlich werden könnte. Man hat dann einen Prozess eingeläutet und ich bitte da den Knopf zu drücken. Eine Sequenz von Berichten wurden publiziert, alle 6 Jahre, etwa in einem sehr engen Takt und in einem Framework, das ganz genau austariert war, wer was zu tun hatte. Die Wissenschaftler haben den Status des Wissens zusammengefasst in konsensorientierter Form und eine Zusammenfassung dann wurde von den Regierungen verhandelt und dann auch schließlich abgesegnet. Das hat dann schließlich im letzten Bericht 2013, den wir hier jetzt sehen, noch einmal drücken und gerade noch einmal drücken, zu wichtigen Aussagen geführt, die alle 195 Länder im Konsens zugestimmt haben. Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig, dann danach der Einfluss des Menschen auf das Klima ist klar, dann des Weiteren anhaltende Emissionen von Treibhausgasen verursachen eine weitere Erwärmung und schließlich die Begrenzung des Klimawandels erfordert beträchtliche und anhaltende Reduktionen der Treibhausgasemissionen. Sie sehen also, wie in der Medizin gehen wir von der Diagnose über die Ursache, das Verständnis, die Prognose, schließlich zu den Maßnahmen und das alles in sehr einfacher Sprache. 2013 schließlich die Basis für die wissenschaftliche Basis für das Pariser Klimaabkommen 2015.
Auch wir hatten das Risiko, einen Maulkorb verpasst zu bekommen. Und da möchte ich eine kleine Anekdote in dem nächsten Slide einbauen. In der Figur 1 des Syntheseberichts, also des obersten Berichts unserer vierjährigen Tätigkeit, des Berichts auch, der die Regierungen absegnen mussten, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese vier in einer einzigen Seite zusammengefasst vorgeschlagen. Nun, das hat vielen Regierungen gefallen, aber einer Regierung hat das nicht gefallen, dass man die gemessenen Temperaturen, den Anstieg des Meeresspiegels, schließlich den Anstieg der Konzentrationen mit der untersten Grafik gleichzeitig zeigt, nämlich mit den Emissionen aus den verschiedenen Sektoren, insbesondere den fossilen Brennstoffen. Es wurde also vorgeschlagen, dieses letzte Panel zu streichen, wegzulassen. Nichts anderes als ein Maulkorb. Nächste Slide. Wir mussten dann 4 Tage lang verhandeln. Es war harzig. Alle Nationen haben sich da gerungen und gerauft, bis dann schließlich dieses eine Land eingeknickt ist. Und in der nächsten Folie sehen Sie, was dann auch kommuniziert worden ist. Der Konsens hat hier überwogen, die Ratio hat überwogen, die Wissenschaft war robust und wir konnten diese Figur 1 als prominente Figur publizieren. Nun möchte ich ganz kurz festhalten, durch welche Reise wir hindurchgegangen sind seit 1990 in der Kommunikation zunächst des Klimawandels und dann der Klimakrise. Einerseits erfolgreich, andererseits, wenn man dann die Maßnahmen anschaut, gar nicht erfolgreich, denn die Konzentrationen von CO2 und auch die Emissionen sind heute höher wie nie zuvor. Was ist da schiefgelaufen? Schauen wir uns einmal die Kommunikationsstruktur an. Sie sehen eine ganz einfache Struktur. Die Experten beraten sich, sie informieren die Regierung. Die Regierung macht Verlautbarungen. Ein ganz einfacher Pfad. Dieser Pfad wird etwas komplexer. Einige Jahre später, als bekannt wurde, dass diese Klimaveränderungen doch vielleicht ökonomische Konsequenzen haben könnten. Im nächsten Bild sehen wir, dass ein weiterer Stakeholder hinzukommt, ganz wichtig, Lobbyorganisationen beraten oder informieren, desinformieren auch direkt Öffentlichkeit und Regierung. Im nächsten Schritt dann, das habe ich bereits erwähnt, wurde dieses Intergovernmental Panel on Climate Change gebildet, das eigentlich den Konsens der Expertenmeinungen zusammenfasst und kommuniziert direkt den Regierungen, dadurch, dass man einen Co-Design-Prozess durchlaufen hat. Diese Zeit hat man natürlich in einer schnell ablaufenden Krise wie der Covid-Pandemie nicht, aber in der Klimakrise hat es einen Organismus gegeben, gibt es immer noch, der eigentlich eine konsolidierte Ansicht, eine konsolidierte Information kommuniziert. Im nächsten Bild sehen wir dann, wie das weitergeht. Die Öffentlichkeit hier wird informiert und wenn wir jetzt ein Bild weiterschalten, etwas später sehen Sie, dass nicht nur die Lobby verstärkt worden ist, es wurde eine ganze Institutionen gegründet zur Desinformation in Amerika, der Heartland Institute, Cato Institute und so weiter, die dann mit zweifelhaften Informationen die Öffentlichkeit und die Regierungen gefüttert haben. Gleichzeitig aber auch ist das Bewusstsein entstanden, dass IPCC besser kommunizieren muss, dass auch die Experten einfacher kommunizieren müssen und selbstverständlich sind auch die Medien eine zunehmende Kommunikationskanal hier in der Frage des Klimawandels. Das Jahr hier, das ich hier gewählt habe, ist gerade auch das Jahr der Verleihung des Nobelpreises an IPCC und Al Gore, der mit seinem Film auch sehr viele Menschen erreicht hat. Also die mediale Aufmerksamkeit für das Problem und für die sich abzeichnende Krise hat sich sehr stark
vergrößert. Im letzten Bild hier dieser Reise 2018 geschieht etwas, das niemand vorausgesehen hat. Sie sehen unten das Erscheinen der Klimajugend Fridays for Future, eine völlig neue, ein neuer Kanal der Information, extrem effektiv, extrem diversifiziert, in jedem Land präsent. Und eine Eigenschaft dieser Klimajugend, das wurde bereits im ersten Teil erwähnt von heute, vom Swiss Global Change Day, die Klimajugend hat die Resultate der Wissenschaft direkt aufgenommen. Mit dem Next-Click sehen wir hier auch einen direkten Pfeil von IPCC und Experteninformation in die Klimajugend, die das in ihre Sprache übersetzt und mit ihrer Betroffenheit kommuniziert. Ich komme zum Schluss dieser kurzen Abriss der langen Reise, die wir in der Klimawissenschaft und der Kommunikation hinter uns haben. Auf der nächsten, dem nächsten Slide sehen Sie zwei Berichte, die einerseits global, andererseits auch in der Schweiz diese Diskussion geprägt haben und auch mitgestaltet haben. Es ist klar, wenn wir beim nächsten Klick sehen, die Wissenschaft ist nicht notwendig, aber sie ist notwendig, aber nicht hinreichend. Die Wissenschaft kann durch Lobbys einfach kaltgestellt werden. Das mussten wir auch schmerzhaft lernen. Und schließlich, die Wissenschaft bleibt komplex und es sind immer Unsicherheiten vorhanden. Wie auch in der Covid-19-Situation kämpfen auch wir in der Klimawissenschaft und Klimakommunikation mit dem ständigen Tatsache, dass wir Unsicherheiten haben, dass die bleiben und dass die auch kommuniziert werden müssen. Als Fazit sehe ich drei Punkte, die für uns wichtig sind. Wir müssen die Kommunikation einfach gestalten. Wir müssen authentische Botschafterinnen und Botschafter die Kommunikation machen lassen. Und es müssen alle Informationskanäle, insbesondere auch die neuesten, die uns zur Verfügung stehen, genutzt werden. Die letzte Folie, da möchte ich jetzt den Titel umändern. Aus diesen drei Anleitungen hier denke ich, dass wir mit dem Wissen auch aus der Krise herauskommen können, indem die Wissenschaft weiterhin hart arbeitet und folgende drei Punkte auf dem Fokus haben wird, nämlich was steht denn auf dem Spiel, wenn wir unsere Klimaziele verpassen, wenn wir unsere Hausaufgaben global wie auch national und lokal nicht machen, welche Optionen bleiben und schließlich die Frage, die jedermann und jede Frau interessiert. Was kostet es denn? Was kostet das Machen und was kostet das Nichtmachen? Und damit bin ich schon am Ende dieser kurzen Präsentation. Ich hoffe, ich habe da einige Impulse geben können für die nachfolgende Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Thomas Stocker, ich danke Ihnen. Sie haben uns gezeigt, wie man einen Dauermarathon läuft. Und jetzt erscheint mein Panel. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich stelle euch kurz vor. David Bresch, wollen Sie schnell winken oder können wir David Bresch schnell sehen? Voilà, da ist David Bresch. Er ist Physiker, er erforscht als Professor einer Professur von ETH und Meteo Schweiz Auswirkungen von Wetter und Klima auf sozioökonomische Systeme. Er bringt Daten, Modelle und menschliche Entscheidmechanismen zusammen. Er war 16 Jahre bei Swiss Re, unter anderem als Head Sustainability. Und er ist Mitglied der ProClim. In einem Satz, was zeigen Ihre Studien? David Bresch. Sie hören mich so? Wunderbar, könnte nicht besser sein. genau so, wie wir besser beraten sind, wenn wir das Klimaproblem an der Wurzel packen. Das heißt, wenn wir die Emissionen drastisch absenken, Netto Null 2050, das haben wir inzwischen, glaube ich, alle verstanden. Genauso gilt das auch für die Klimarisiken. Also auch sich da früh vorzubereiten, früh darauf einzustellen, dass sich dieses globale System noch ziemlich lange verändern wird, auch wenn wir die Emissionen drastisch absenken, auch da sind wir gut beraten, ins Handeln zu gelangen und mit manchmal nicht ganz vollständigem Wissen zu experimentieren und damit schneller zu lernen.
vielen Dank, ins Handeln gelangen. Dann haben wir auf dem Podium Renate Schubert. Renate Schubert ist Professorin für Wirtschaft der ETH Zürich. Sie ist Gründerin des Interdisciplinary Institute for Environmental Decisions. Sie befasst sich mit Behavioral Economics im Bereich Umwelt und Energie. Sie ist an der ETH tätig. Sie beriet aber auch Politik in Deutschland und in der Schweiz, unter anderem mit dem WBGU, mit dem Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung, einem neunköpfigen Gremium. Renate Schubert, gab es einen Augenblick, wo Sie gedacht haben, hier konnte ich, hier konnten wir Grundlagen zum politischen Diskurs beitragen? Ja, vielen Dank für die Frage. Und in der Tat gab es so einen Moment. Sie hatten ja erwähnt, dass ich den WBGU, also Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen in Deutschland, eine Zeit lang geleitet habe. Und wir haben uns dann regelmäßig mit dem zuständigen Umweltminister und auch der zuständigen Bildungsministerin getroffen und ausgetauscht über die Gutachten, die wir geschrieben haben. Und einmal ist es tatsächlich so passiert, dass wir uns am Freitag getroffen haben und dann in der Woche drauf genau unsere Kernaussagen des aktuellen Gutachtens dann in einer Regierungserklärung im Bundestag zu hören waren. Und das war natürlich ein wunderbares Ergebnis, dass es nicht für die Schublade produziert war, sondern wirklich in die Diskussion der Abgeordneten einfließen konnte. Das freut mich sehr, Renate Schubert, Sie wurden gehört. Und wir werden inzwischen Tanja Stadler vorstellen. Tanja Stadler ist Professorin an der ETH Zürich. Sie ist Mathematikerin und Biostatistikerin. Sie ist führend in der Entwicklung von phylogenetischen Modellen. Sie untersucht Abstammungsverhältnisse, und zwar alle möglichen Abstammungsverhältnisse von Krankheiten, Viren, von Evolutionen, von Arten, sogar von Sprachen. Dazu gehört aber auch die berühmte Reproduktionszahl, von der man in der Taskforce immer wieder spricht. Tanja Stadler, was haben die Menschen während der Pandemie über Wissenschaftlerinnen gelernt? Also für mich war da immer ganz wichtig zu kommunizieren, dass in der Wissenschaft, insbesondere über das, was wir uns beschäftigen, in der Natur um uns herum, sind Prozesse meist nicht deterministisch, sondern sehr stochastisch. Und ich denke, das war eine große Herausforderung, dass wir nicht einzelne Zahlen liefern können, sondern wir können über das Virus, die Pandemie, Erkenntnisse liefern, aber die haben alle eine statistische Unschärfe und die muss auch berücksichtigt werden. Und das hat seine Zeit gedauert, dass das wirklich auch ankam, dass in diesen ganzen Prozessen diese Unschärfen inhärent mit dabei sind. Vielen Dank für diese Einleitung. Jetzt möchten wir noch gerne Jan Egbert Sturm vorstellen. Er ist Professor für angewandte Wirtschaftsforschung der ETH Zürich und gleichzeitig Direktor des KOF, von dem wir alle schon gehört haben, der Konjunkturfachstelle der ETH Zürich. Normalerweise haben wir sehr selten davon gehört. Im Moment hören wir viel mehr. Er ist ein Spezialist in Makroökonomie und Geldpolitik. Jan Egbert Sturm, wie trifft die Corona-Krise die Wirtschaft in der Schweiz im Vergleich zum Ausland? Na gut, im Vergleich zum Ausland ist es tatsächlich so, dass die Schweiz sogar etwas besser dasteht, so gesagt, in dieser Krise, als in vielen umliegenden Ländern der Fall ist. Auch wir sind stark getroffen und einzelne Bereiche extrem stark, wie zum Beispiel das Gastgewerbe. Aber wenn man das dann vergleicht mit, wie es in den Ländern um uns herum geht, dann können wir uns eigentlich noch verhältnismäßig glücklich preisen. Vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Jetzt würde ich gerne von Jan Egbert Sturm hören. Wurden Sie auch gehört von der Politik? Ja, tatsächlich. Wir sind natürlich in einem regen Austausch im Moment mit Behörden, mit dem BAG, mit dem EDI, mit dem Bundesrat selber, mit Bundesräten selber. Also daher tatsächlich, wir werden gehört, aber wir sind natürlich auch nicht die einzige Stimme. Das ist klar, das haben auch die Folien, die vorher kurz präsentiert worden sind, auch gezeigt. Wir sind ein Player in diesem gesamten Spiel, eine wichtige Player, würde ich mal hoffen, aber nicht der einzige. Aber tatsächlich, wir haben eine gewisse Stimme und wir können auch zeigen, dass wir gehört werden. Marcel Salaté, Sie wurden von der Öffentlichkeit zweifellos gehört. Wie ist Ihr Eindruck? Wurden Sie auch von der Politik gehört?
Ja, ich denke schon. Aber die Frage hier ist wirklich, wie das auf dem schönen Slide zum Schluss von Herrn Stocker gezeigt wurde, auf welchem Pfad ist mir nicht immer klar. War es direkt der Einfluss? Den hatte man natürlich je länger, je mehr. Und ich denke, heute sind diese Systeme etabliert. Zu Beginn war es ganz klar indirekt über die Öffentlichkeit und dann über die Medien zu den Entscheidungsträgern. Und ich denke, das wird in vielen sich schnell entwickelnden Situationen der Zukunft so sein. Aber hier können wir vielleicht eben Infrastrukturen aufbauen, damit das nicht mehr so geschehen muss. David Bresch, wie war es für Sie? Läutet die Politik manchmal bei Ihnen an im Institut? Das kann durchaus vorkommen, ist meist dann bilateral und ist etwas, was man nicht an die große Glocke hängt. Und ich glaube, das ist hier ganz zentral. Wir haben es mehrfach gehört. Es sind immer mehrere Kanäle, es ist ein Konzert. Sehr schön wurde gesagt, eben die Kakophonie der einen ist die Melodei des anderen. Ich glaube, man muss wirklich diese Kanäle zu spielen wissen. Und mir hat ein Punkt sehr schön gefallen von Thomas Stocker, Authentizität. Das heißt, man muss integer bleiben, aber man kann sehr wohl im Rahmen einer Institution eine Aussage bis zu einem gewissen Grad machen und dann als Privatperson ganz klar abgesetzt, so wie ich mich jetzt hier so darüber bewege, sagen, übrigens, ich glaube, wir sollten das besonders ernst nehmen. Das kann ich aber vielleicht nicht als Vertreter der Institution sagen. Und wenn man das vermag, ich glaube, dann kann man sehr viele Prozesse durchaus in dem Sinne beeinflussen, dass die Leute über die Dinge nachdenken, dass man Komplexität nur so weit reduziert, wie das überhaupt noch vertretbar ist. Und damit kommt man der Lösung näher. Zentral für mich war immer, ja, vier verschiedene Kanäle, gleiche Nachricht in der Essenz und selber authentisch bleiben. Dann würde ich gerne noch von Tanja Stadler hören. Sie sind Mathematikerin, Sie waren am Berechnen und plötzlich schaut die ganze Schweiz auf Sie. Wie war das für Sie? Natürlich war das plötzlich ein ganz anderes Arbeiten und hat sich auch Herausforderungen gebracht. Wir konnten nicht mehr so frei vorläufige Resultate teilen, quasi öffentlich. Bisher haben das vielleicht eine Handvoll Forscher auf der ganzen Welt nachverfolgt. Jetzt wird es dann auf Twitter ein riesen Aufschrei, wenn da irgendwie wesentliche Dinge zu der Corona-Krise vorgeschlagen sind. Das heißt, man musste sich da anpassen. Und ich denke, was sicher für uns Wissenschaftler eine extreme Umstellung war, dass plötzlich die Dinge, auch vorläufige Ergebnisse, die man bereit war, dann zu kommunizieren, dass sie teilweise umgewälzt wurden als Fakten, die ein für alle Mal gelten. Und ich denke, wir wissen ja alle, haben es auch gehört, bei der Klimakrise gibt es genauso Unsicherheiten. Und bei dem Virus, das wir noch nicht so lange kennen, gab es sehr viele und gibt es sehr viele Unsicherheiten. Und das wirklich gut zu kommunizieren, das war sicher auch ein Lernprozess von beiden Seiten, sowohl denen, die es kommuniziert haben, wie auch denen, die dazugehört haben. Thomas Stocker, Unsicherheiten kommunizieren, wie haben Sie das erlebt? Das war ein dauernder Lernprozess. Zunächst mal, wenn man von der Mathematik oder den Naturwissenschaften herkommt, gibt es ja gewisse Metriken, aber die werden in der Öffentlichkeit nicht verstanden. Und das mussten wir auch zuerst schmerzhaft erleben, dass eine Standardabweichung, wo der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin dann zufrieden ist, dass wir das so kommuniziert haben, einfach nicht verstanden wird. Und da wurde dann in einer langen Diskussion versucht, dass man diese Unsicherheiten in Worte fassen kann. Dass man nicht nur die Unsicherheit kommuniziert, sondern auch das Vertrauen in die Aussage. Das ist eine weitere Dimension, wo man kommunizieren kann, wie confident sind wir denn überhaupt in unserer Aussage? Wo sind noch Unsicherheiten auch des Wissens? Und das hat sich einigermaßen bewährt. Wir mussten aber lernen, dass es sogar noch kulturelle Unterschiede gibt. Wenn Sie über den Globus dieselbe Message verbreiten, dass es wärmer wird und dass die Extremereignisse zunehmen und das mit Unsicherheit kommunizieren, dann wird das in China anders aufgenommen als in Südamerika und in Europa. Das war mir auch nicht bewusst, aber das ist so. Okay. Jan Egbert Sturm, hat die Wissenschaft eine unterschiedliche Rolle in der Klimapolitik oder in der Covid-Pandemie? Ja,
Gut, jetzt in der Covid-Pandemie sind wir natürlich in einer Welt, wo alles von Tag zu Tag sich ändern kann. Und zumindest hat es Phasen gegeben, in denen die wirklich tagtäglich neue Informationen auf den Tisch lagen. Also ich glaube, das ist für mich schon der allergrößte Unterschied, die Geschwindigkeit, mit der man hier Entscheidungen braucht und in dem Sinn auch die Empfehlungen an die Behörden weiterreichen muss. Also wir können uns einfach nicht so viel Zeit erlauben, wie wir das gerne als Forscher normalerweise im Forschungsalltag hätten. Wie ist es für Sie, David Bresch? Sie sind in der Klimafrage tätig. Ist das anders für Sie als die Covid-Pandemie, die Sie jetzt auch als Zuschauer miterlebt haben? Was ist gleich, was ist anders für Sie? Ja, natürlich, die Zeitdimension, die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Aber selbst da ist es manchmal sinnvoll, über ein Wochenende nachzudenken, am Montag zu kommunizieren, was auch gemacht wird. Also ich glaube, man muss auch das nicht übertreiben, weil es manchmal sinnvoll ist. Zwei, es gibt Situationen, in denen man ganz zwingend ein, zwei Dinge tun muss. Aber dann macht es sehr häufig Sinn, eben im Dialog mit den relevanten Ansprechgruppen sich einmal kurz zu überlegen, haben wir die Zeit? Und ja, nehmen wir uns die. Und in der Klimadebatte ist es so, wir nehmen uns hier zu viel Zeit nicht. Ich meine, Thomas Stock hat es gesagt, seit 2000 muss ich sagen, die Wissenschaft ist klar genug, um dringend zu handeln. Wir haben jetzt mehr als 20 Jahre vertan seither. Aber das hat einfach mit der Komplexität der Welt, der Entscheidungsstrukturen und es sei geklagt, mit kurzfristigen Interessen ganz vieler Beteiligter zu tun. Nicht zum Ende dann auch noch Großmachtpolitik. Und das muss man alles mitbedenken. Und dann ist es vielleicht so, wenn man daran denkt, es ist eine, so das Thema Biodiversität, Klima, das sind echt globale Herausforderungen, die jetzt sich so der Menschheit noch nie gestellt haben. Und vielleicht sind wir historisch gesehen schnell unterwegs. Obwohl mir das jetzt natürlich sehr unwohl ist, aber es muss gesagt sein, man muss reflektieren können und man muss es zulassen, zu verstehen und sich die Zeit nehmen zu verstehen, warum diese Prozesse nicht schneller gehen. Und man könnte dann mit dem dialektischen Materialismus auffahren und sagen, ja, es sollte eben das Bewusstsein, das Sein bestimmen. Und häufig ist es aber das Sein, das Bewusstsein bestimmen. Und es geht uns eben heute nicht so schlecht bezüglich des Klimas, dass wir dringend den Handlungszwang verspüren, während wir in der Covid-Krise ganz klar am eigenen Leibe quasi erfahren mussten, hier ist Zuwarten sicher keine Option mehr, vor allem nicht bei exponentiellem Wachstum. Nun möchten wir auch gerne wissen, was unsere Zuschauer denken. Wir haben einige Fragen vorbereitet auf einem Mentimeter-Tool und wir möchten gerne verschiedene Dinge von Ihnen wissen. Gut, voilà, es ist da. Wenn man nicht rückkommt, das ist wunderbar. Also wir haben hier einen Mentimeter QR-Code, den können Sie quasi einscannen mit Ihrer Kamera und dann können Sie mitdiskutieren, welche Rolle hat die Wissenschaft im Bereich Klimawandel und im Bereich der Covid-Pandemie, ist das genau gleich oder ganz anders? Hat die Pandemie das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft gestärkt oder geschwächt? Und wie kann das Verständnis zwischen Wissenschaft und Politik verbessert werden? Braucht es Ausbildung für Wissenschaftlerinnen, Ausbildung für PolitikerInnen, regelmäßige Begegnungen und, zwischen Politik und Wissenschaft, anderes? Also hier haben Sie das Feld frei. Machen Sie mit, lassen Sie uns wissen, was Sie denken. Und inzwischen diskutieren wir weiter. Die unterschiedlichen Meinungen zur Pandemie wurden in der Öffentlichkeit häufig lautstark ausgetragen. Hat die Bevölkerung nun mehr oder weniger Vertrauen? Was ist Ihre Meinung auf dem Panel? Die Akademien haben die Universität Zürich im November beauftragt, einen Wissenschaftsbarometer speziell für diese Zeit anzuschauen. Der Wissenschaftsbarometer, den gibt es auch sonst bereits. Da haben wir eine Zunahme des Vertrauens in die Wissenschaft von 57 auf 67% festgestellt. Was denken Sie auf dem Panel? Wie ist das genau? Marcel Salaté, das Vertrauen in die Wissenschaft. Ja, also wie diese Zahlen ja gezeigt haben, das Vertrauen ist jetzt mal gestiegen. Ich glaube, das darf man auch mal genießen kurzfristig, aber ich möchte hier vielleicht ausnahmsweise ein bisschen den Pessimisten spielen. Ich bin ja sonst eher etwas als Optimist bekannt. Ich habe das Gefühl, dass die Turbulenzen erst noch kommen. Wie in einem
physischen Objekt in einem Luftstrom oder in einem Wasserstrom kommen die stärksten Turbulenzen dann, wenn das Objekt vorbei ist. Und ich glaube, wir gehen hier auf eine ganz turbulente Zeit zu in den nächsten 2 bis 3 Jahren, vielleicht auch länger, wo diese Dynamik, die wir ja vielleicht schon in einem gewissen Maße auch eben in der Klimadiskussion gesehen haben, einfach noch in einem viel langsameren Prozess, sich massiv beschleunigen wird. Und es wird sicher massive Kräfte geben, die es sehr gut zu verstehen wissen, auch die neue Dynamik der sozialen Medien auszunutzen, um hier das Vertrauen zu stören. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich offenen Auges darauf vorbereiten und nicht jetzt einfach denken, hurra, die Bevölkerung vertraut uns heute, weil schon morgen kann sich das sehr schnell ändern. Renate Schubert, was ist Ihre Meinung dazu? Hat die Pandemie das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt oder geschwächt? Jetzt sind Sie mute. Voilà, es kommt. Nochmal? Okay, hören Sie mich jetzt? Wunderbar. Ja, okay, gut. Also, ich kann das jetzt nicht aus dem Kaffeesatz lesen. Die Universität Zürich hat da bestimmte Zahlen veröffentlicht, denen wollen wir mal glauben. Aber ich denke, dass das Problem besteht einfach darin, dass wir wirklich gesehen haben in dieser Covid-Pandemie jetzt, dass es einfach unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Modelle gibt, mit denen man Dinge erklären kann und dass die nicht immer zu identischen Ergebnissen kommen. Und das ist wieder das Problem der Unsicherheit, über das verschiedene hier auf dem Panel auch schon gesprochen haben. Und ich glaube, solange die Bevölkerung nicht wirklich systematisch in die Lage versetzt wird, mit solchen Unsicherheiten umzugehen und zu akzeptieren, dass Wissenschaft immer mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist, solange werden wir nicht ein massiv größeres Vertrauen in die Wissenschaft haben. Weil es ist einfach zu sagen, ja, guck mal, die Wissenschaftler, die sind sich ja nicht mal einig. Wieso sollen wir dann der Wissenschaft vertrauen? Also ich glaube, da steht eine wichtige Bildungsaufgabe auch vor uns, dass wir diesen Umgang oder dass wir akzeptieren, dass Wissenschaft eben nicht eindeutig schwarz und weiß ist. Sie das erfahren, Tanja Stadler? Die Schweizer Bevölkerung hat mit Ihnen zusammen eigentlich gelernt am R-Wert. Ja, wir haben wahrscheinlich alle zusammen vieles in dem letzten Jahr gelernt, wo wir uns nicht so ganz vorgestellt hätten. Was ich definitiv denke, und das ist jetzt noch, um mal was Positives auch zuzufügen, ist, dass sowohl die Bevölkerung viel mehr in Berührung gekommen ist mit der Wissenschaft und viel mehr sich damit auseinandersetzen musste, was sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil sie wollten ja wissen, wie geht's weiter mit dieser Pandemie. Und umgekehrt wurden auch viele von uns in die Lage quasi, ich weiß nicht, ins kalte Wasser geworfen, dort zu kommunizieren. Und ich denke, für die Zukunft ist das eine, die Bevölkerung ist jetzt schon etwas, wie soll ich sagen, es sieht vielleicht die Wissenschaft nicht mehr ganz so als Elfenbeinturm und wir hatten deutlich mehr Kontakt wie zu anderen Zeiten. Und zum anderen gibt es jetzt auch sehr viel Interesse unter Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel auch bei mir in der Gruppe, die interessieren sich dafür vermehrt für die Kommunikation. Und ich denke, diesen Schwung sollten wir aufnehmen und da auch zukünftig versuchen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in dem Belangen auch zu fördern und Unterstützung zu bieten. Vielen Dank. David Bresch, ich möchte diesen Gedanken aufnehmen. Sollte die Wissenschaft die Politik besser verstehen? Oder was sollte sie tun, damit sie sich besser verstehen? Ja, ich denke, es ist so, es sind teilweise bis zu verschiedene Weltbilder, die hier im Spiel sind. Es sind vor allem, es wurde von Frau Bundesrätin gesagt, ganz andere Aufgaben. Nicht? Wir haben die Aufgabe, Erkenntnis über die Welt zu schaffen. Das ist nicht Wahrheit, das ist Erkenntnis. Ein System, ein komplexes System besser zu verstehen. Wir können Grenzen ziehen. Ich kann sagen, ich schaue mir mal nur diesen Teil an, den verstehe ich jetzt umso besser. Das kann die Politik nicht. Sie ist im Hier und Jetzt und sie muss ganz vielen Ansprüchen gleichzeitig Rechnung tragen. Sie also dieses, das System Verhalten, das System Nutzen ganz am Ende für den Einzelnen, für die Gesellschaft, muss immer wieder austariert werden. Und ja, ich glaube, es ist extrem wichtig und ich glaube, es ist auch in meiner Erfahrung unheimlich bereichernd, sich als Wissenschaftler in diese Diskussionen einzuklinken, reinzugeben. Man lernt sehr viel, man gewinnt Erkenntnis. Nicht unbedingt im eigenen Fachgebiet, aber sehr wohl weit über den Silo, den Elfenbeinturm hinaus. Und wenn das vor- und zurückgespielt wird,
dann habe ich, und das, oder muss ich sagen, also habe ich diese Erfahrung beidseits gemacht. Also, dass eben auch Wirtschaftsvertreter, Politiker, sei es jetzt auf allen Ebenen bis zu den Klimaverhandlungen der UNO, eigentlich am Ende sagen mussten, hat sich wirklich gelohnt, dass man sich hingesetzt hat, mit anderen gesprochen hat. Die Schwierigkeit ist, wenn man sich zum ersten Mal in der Arena trifft, ist es zu spät. Weil da prallen dann schnell genau diese Wertesysteme aufeinander und die Verständigung kann nur dann gelingen, wenn man eine unglaublich begabte Moderatorin hat. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es ausgeschlossen, dort noch zum Konsens zu kommen oder zu konstruktiver Diskussion. Deshalb, ich plädiere dafür, sich regelmäßig institutionalisiert zu treffen vor der Krise. Ich meine, das wissen wir, man soll die Dinge üben, bevor man sie einsetzen muss. Und da, glaube ich, könnten wir als Wissenschaftler noch uns ein bisschen stärker rausbegeben und diesen Dialog selber etwas stärker befördern. Marcel Salate, wie wichtig ist es, dass die Politik versteht, wie die Wissenschaft funktioniert? Ja, es ist natürlich sehr wichtig. Also das Verständnis muss natürlich auf gegenseitiger Seite vorhanden sein. Aber um nochmals auf diesen Gedanken zurückzukommen, ich bin eigentlich schon auch einverstanden mit diesem Assessment, das jetzt gerade gemacht wurde. Aber hier, denke ich, hat die Schweiz massiv Aufholarbeiten. Die Zusammenarbeit mit gewissen Bundesämtern vor der Krise war nicht sehr gut, war nicht so gut, wie man das aus anderen Ländern kennt. Also das muss von beiden Seiten kommen. Die Politik scheint mir war auch zum großen Teil überrascht, dass es hier ein soziales Netzwerk namens Twitter gibt und dass Leute das lesen und dass das die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Also ich glaube, ich bin schon einverstanden mit der Ansicht, dass wir aufeinander zukommen müssen, aber wir müssen doch auch von allen verlangen, dass sie sich eben mit moderner Kommunikation auseinandersetzen, damit dieses Missverständnis dann eben nicht geschieht und dass diese Brücken eben schon vorher gebaut sind und nicht, dass man dann als Wissenschaftler über die sozialen Medien, über die Pressekonferenz, die jetzt gerade gemacht wurde, irgendwelche Facts korrigieren muss. Vielen Dank für diese Hinweise. Tanja Stadler, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Sie haben ja das sehr gut erlebt, wie man erklärt an die Politik, was ein R-Wert ist und wie er entsteht. Ja, und ich denke, da ist wirklich ganz wichtig, wenn wir konstruktiv zusammenarbeiten wollen und Lösungen finden wollen, dann muss es einen direkten Dialog geben. Was aber nicht sagt, wie das Marcel Salaty auch schon so schön gesagt hat, dass das nicht bedeutet, dass ich auch via Twitter oder via anderen Medien aktiv kommunizieren kann mit der Bevölkerung. Nur, wenn ich möchte, dass das Anliegen der Wissenschaft, die Evidenz bei den Entscheidungsträgern ankommt, dann muss ich direkt kommunizieren können und die Kanäle haben, die wir leider zu Beginn dieser Pandemie lange Zeit nicht hatten. Und dann hat das nicht funktioniert, weil über den Medien wird das dann, wissen wir alle, wie Medien funktionieren, da wird auch nicht unbedingt genau das wiedergespiegelt, was ich jetzt gemeint habe. Und meine Einsicht ist jetzt schon, seit wir es geschafft haben, dass die Taskforce wirklich einen direkten Dialog mit den Entscheidungsträgern hat, parallel zu kommunizieren mit der Bevölkerung, sind wir viel effektiver, auch unsere Ansichten und die Evidenz einzubringen. Und da ist der R-Wert ein ganz schönes Beispiel. Er wurde ja auch eine Zeit lang mal benutzt als Punktschätzer und ob bestimmte Maßnahmen gelockert werden. Das macht aus wissenschaftlicher Sicht nicht sehr viel Sinn, wenn ich jegliche Unsicherheit ignoriere und dann ein kleines Kanton von, ich weiß nicht, Appenzell-Innerrhoden anschaue. Da ist die Unsicherheit riesig. Das ist aber jetzt in einem direkten Dialog deutlich verbessert, dass wir da wirklich Lösungen gemeinsam finden. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne die Regie fragen, haben wir schon Auswertungen vom Mentimeter oder sollen wir noch etwas warten? Ah, voilà. Die Rolle der Wissenschaft im Bereich Klimawandel und in der Covid-Krise, genau gleich, ganz anders. Die Mehrheit sagt klar, genau gleich, aber einige finden doch etwas anders. Also wir haben hier ein spannendes Verhältnis. Ja, für mich war es ganz anders, also vor allem vom zeitlichen Aspekt her, für unser Panel auch eher, aber unsere Zuschauer haben dazu eine differenzierte Meinung. Haben wir noch weitere Resultate, die wir schnell sehen möchten? Voilà, die Pandemie hat das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt. Wir haben also nette Zuschauer, die das finden.
aber wir haben auch einige kritische Zuschauer. Dann nächstes Ergebnis. Wie kann man das Verständnis zwischen Wissenschaft und Politik verbessern? Wow, da muss ich aber ganz nahe gehen. Oder kann man mir das irgendwie vorlesen? Da sollte man die Brille anhaben, wenn man da einen Screen... 67% möchten regelmäßige Begegnungen. Und wie weiter? 4% möchten Ausbildung für Politikerinnen. Eine Ausbildung für Wissenschaftlerinnen. Ah, das sind nicht Prozente, das sind absolute Werte. Ihr seid so genial, Publikum, so viele haben mitgemacht. Was haben die Letzten gesagt noch? 3 haben gesagt, andere. Und dann sprechen wir jetzt über das andere. Was könnte das andere sein? Welche Kanäle braucht es, dass Wissenschaft und Politik sich regelmäßiger begegnen? Thomas Stocker, was braucht es? Was könnten Sie sich vorstellen? Es gibt eine Bringschuld und es gibt aber auch gleichzeitig eine Hohlschuld. Die Bringschuld, denke ich, die Wissenschaft hat das gezeigt. Wir sind jederzeit bereit zu kommunizieren, zu informieren, sei es im großen Rahmen, sei es aber auch im kleinen informellen Rahmen, wo vielleicht noch die Unsicherheiten größer sind, um das Verständnis auch zu generieren. Aber es gibt auch eine Hohlschuld und Herr Salaté hat das auch deutlich gesagt. Und das ist auch ein Gefühl, das wir in der Klimaproblematik haben. Die Schuld ist nicht ganz erfüllt worden. Das heißt, es gibt Bundesämter, die sind spezialisiert auf diese Fragen, die wir hier diskutieren. Die Wissenschaft hat darauf teilweise Antworten. Diese Antworten werden nicht abgeholt. Ich glaube, da können wir sehr viel dazu lernen. Letztendlich braucht es wirklich ein Vertrauen zwischen den Regierungsstellen, nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch auf der kantonalen und auf der Gemeindeebene, um diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Entscheidungsträgern und Umsetzern zu befördern. Und ich denke, nur wenn das gelingt, können wir das auch in die Breite tragen und zur Transformation beitragen. Wenn die Wissenschaft nicht von denjenigen Stellen der Umsetzung auch tatsächlich dargelegt wird, dass sie nützlich ist, dann sind wir in einer Situation wie beispielsweise in den USA während der Pandemie vor den Neuwahlen, wo die Wissenschaft im Wesentlichen lächerlich gemacht worden ist, wo die Wissenschaft gar nicht mehr gehört worden ist. Und ich denke, die Bevölkerung dort, mindestens in den USA und ich vermute auch in anderen Ländern, ist sehr schnell beeinflussbar durch solche Signale, die von einer Stelle kommen, die eigentlich die Pandemie oder die Krise zu lösen hätte. Renate Schubert, wie ist es? Sie haben die Übersicht über 2 Länder, Deutschland und Schweiz. Hört man die Wissenschaft in der Schweiz schlechter als in Deutschland? Ja, also es ist so, dass in Deutschland schon ein paar mehr Gefäße institutionalisiert sind, die einen relativ regelmäßigen Austausch sicherstellen. Also es hat beispielsweise so ein Institut, das nennt sich Parlamentarischer Abend, wo regelmäßig Parlamentarierinnen und Parlamentarier für bestimmte Themen sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern treffen, austauschen. Und das ist für beide Seiten wichtig und interessant. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören die Fragen der Politikerinnen und Politiker und umgekehrt, neue Erkenntnisse können auch direkt transportiert werden. Also ich glaube, das wäre ein Modell, was für die Schweiz auch verstärkt gefahren werden sollte. Und da könnte vielleicht auch die Akademie der Wissenschaften als Organisatorin noch eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus ist es aber schon so, dass beide Länder so ein bisschen unter dieser unter der Distanz zwischen den Wissenschaftlern einerseits und der Politik andererseits leiden und dass auch in Deutschland das Analoge zu den Bundesämtern zum Teil doch weit weg ist von dem, was die Wissenschaft macht und sagt und auch nicht das Gefühl hat, dass das eine viel engere Verbindung geben sollte. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für die Schweiz, hier verstärkt dran zu arbeiten. Vielen Dank. Nun kommen gerade Fragen aus dem Publikum noch rein.
Sollte das Vertrauen in die Aussage als Pareto-Kriterium für die Prioritätensetzung in der Klimaforschung herangezogen werden, um die Mittel künftig wirkungsorientierter einzusetzen, also ganz intellektuell? Sollte das Vertrauen in die Aussage für die Prioritätensetzung wirkungsvoller eingesetzt werden? Das ist eine Frage aus unserem Panel, aus unserem Publikum. Wer möchte das gerne beantworten? Marcel Salate, von Ihnen haben wir gerade noch nichts gehört. Sind Sie so schnell, dass Sie da eine Antwort gerade parat haben? Ich verstehe die Frage nicht. Sorry. Okay. Dann, David Resch, Sie haben eine Antwort. Danke. Nein. Ich habe keine Antwort, ich würde nur wahnsinnig aufpassen. Pareto-Optimum würde bedeuten, dass man alle Parameter so gut kennt, dass man so leicht allozieren könnte. Und weil es in diesen Themen um normative Fragen geht, die man nicht rein mathematisch, man kann sie zwar schon mathematisch kodifizieren, nein, man muss es aushandeln. Also es gibt hier keine Macht, die über allem steht und sagen kann, qua meines Wissens, müssten wir jetzt die Technologie einsetzen und diese nicht. Ich glaube, Konstantinos Bolochos hat es sehr schön gesagt, Portfoliogedanken. Es kann sein, dass wir noch lange in gewissen Bereichen gewisse Technologien brauchen, von denen wir wissen, dass sie ein Auslaufmodell sind. Ich mache ein blödes Beispiel. Vielleicht macht es Sinn, noch lange mit Motorsägen im Wald zu funktionieren, aber schon bald die Traktoren zu elektrifizieren. Das nur, um einfach hier zu illustrieren, man muss es versuchen zu durchdringen, im Dialog vertiefen und dann gemeinsam Lösungen finden. Da gibt es keine mathematische Musterlösung, auch wenn ich sie als Physiker vielleicht noch ganz attraktiv fände. Vielen Dank, dass Sie uns hier geholfen haben. Herzlichen Dank. Dann haben wir noch eine zweite Frage. Wird eine Green Recovery von der Pandemie noch aufs Tapet kommen oder was braucht es dafür? Jan-Egbert Sturm, können Sie uns da weiterhelfen? Also wir haben ein sehr intellektuelles Publikum, eine Green Recovery im Zusammenhang mit der Pandemie. Hat man solche Sachen bereits diskutiert? Gut, natürlich, es wird jetzt tatsächlich in verschiedenen Ländern dieser Welt, Europa ist ein ganz klares Beispiel, versucht, um die Recovery, die Beschleunigung aus dieser Krise heraus, wirtschaftlich gesehen, auch zu nutzen, um tatsächlich gewisse Strukturwandel umzusetzen. Ich glaube, das ist in dem Sinn verständlich, dass man diesen Ansatz wählt, dass man das versucht. Allerdings muss man gleichzeitig natürlich auch berücksichtigen, dass wir diesmal eine Krise haben, die im Großen und Ganzen eine Konsumkrise darstellt. Die Leute können einfach nicht so viel konsumieren, wie sie normalerweise konsumieren würden. Und dass da eine gewisse automatische Erholung uns bevorsteht, die in dem Sinn nicht unbedingt Strukturwandel mit sich bringen müsste, das wird natürlich ein bisschen jetzt beiseite geschoben. Beiden Themengebieten werden aus politischen Gründen miteinander vermischt, aber aus rein wirtschaftlichen Gründen müssen sie nicht unbedingt auf diese Art und Weise miteinander vermischt werden. Also wir wissen jetzt wenigstens, dass wir auch wunderschöne Ferien am eigenen Waldrand verbringen können und nicht unbedingt jeder in den Regenwald reisen muss. Also das haben wir vielleicht gelernt, aber ob das von Dauer sein wird, werden wir dann bei Ihnen lesen. Vielen Dank. Ich möchte noch gerne hören, wie entsteht eigentlich so ein Policy Brief in der Taskforce? Vielleicht auch gerade Jan-Egbert Sturm, Sie sind da sehr nahe dran. Können Sie uns ganz kurz erzählen, wie arbeitet man in der Taskforce? Ja gut, das ist im Großen und Ganzen sind das große Diskussionsplattformen, in denen erstmal in die große Runde Ideen geäußert werden oder miteinander gesprochen wird und dann wird meistens das in einer Gruppe delegiert. In so einer Gruppe wird dann an diesem Thema, die gerade ausgewählt worden ist, gearbeitet. Da kommt dann so ein sogenannten Policy Brief, ein erster Entwurf raus. Das geht dann wieder in die große Runde rein. Jeder hat die Möglichkeit, ihr oder sein Input dazu zu geben. Und so konvergiert man zu einem Produkt, die einen gewissen Konsensus darstellt, mit dem die gesamte Taskforce zum gewissen Grad leben kann. Das ist so im Groben der Ablauf, den man so sich vorstellen muss. Natürlich, bei jedem einzelnen Policy Brief ist es wieder immer ein bisschen anders. Bei manchen Policy Briefs ist das Thema so eng definiert, dass es klar ist, wer dahinter steht oder wer das machen wird. Und diese Person macht es dann auch. Und die anderen können eigentlich relativ wenig Input liefern.
andere Policy Briefs sind viel breiter aufgestellt und da kommt natürlich auch von der gesamten Taskforce automatisch viel mehr Input und viel mehr diese Multidisziplinarität, was, glaube ich, die große Kraft des Taskforce ist. Ja, Tanja Stadler, Mittwoch und Freitag gegen Abend trifft sich alles auf Zoom, also wir sind da nicht in einem großen Raum. Wie erleben Sie das? In der Tat, zweimal die Woche treffen wir uns im großen Gremium, am frühen Nachmittag, ehrlich gesagt, aber das tut ja nicht so viel zur Sache. Und initial waren das, es gibt verschiedene Expertengruppen, die Leiter der verschiedenen Expertengruppen, Leiterinnen und Leiter. Und das wurde mit der Zeit geöffnet für alle Mitglieder. Das ist dann immer noch so ein bisschen strukturiert, dass nicht zu viel Unruhe aufkommt. Aber im Endeffekt kann jede und jeder seinen Beitrag damit einwerfen. Diese Meetings gehen 1,5 Stunden. Und da werden auch neue Policy Briefs diskutiert oder die Wissenschaftstaskforce hat ja alle 2 Wochen so ein wissenschaftliches Update, das wir publizieren, wenn auch jemand von uns, meist der Präsident der Taskforce, bei dem Point de Presse ist. Und das sind natürlich dann Themen, die extrem interdisziplinär sind, weil da ist der Stand der Pandemie für uns in der Schweiz, ist ökonomische Perspektive, virologisch, medizinisch, ethnologisch und dort gibt es die Diskussion und dann im Hintergrund natürlich zwischen diesen großen Meetings gibt es sehr viel bilateral Diskussionen und die Dokumente werden dann wieder verteilt und weiter diskutiert in den Meetings. Vielen Dank. Renate Schubert, das Wort interdisziplinär ist gefallen. Sie sind in einem interdisziplinären Zentrum tätig. Wie wichtig ist es, dass nicht einfach jede wissenschaftliche Disziplin ihre eigene Sichtweise hat? Ja, es muss schon jede wissenschaftliche Disziplin ihre eigene Sichtweise haben, aber man muss sich eben darüber austauschen. Das ist die Kunst. Und das ist gar nicht so einfach, weil man muss auch erst die Sprache der jeweils anderen ein bisschen lernen, um zu verstehen, was meint jemand, wenn er jetzt ABC sagt. Aber zum Beispiel die Erfahrungen eben in diesem WBGU haben gezeigt, dass das recht schnell eigentlich geht. Da waren wir 9 Leute aus 9 verschiedenen Disziplinen und wir alle haben uns zum Thema Klima beschäftigt. Und ich meine, man weiß das inzwischen jetzt aus vielen Bereichen, dass wenn man wirklich gesellschaftliche Probleme sinnvoll lösen will, dass man das überhaupt nur in der Form tun kann, dass man wirklich die verschiedenen Disziplinen und auch die verschiedenen Stakeholder einer Gesellschaft, die da irgendwie betroffen sind, mit einbezieht. Also ich glaube, das weiß man und man weiß auch für die Innovation, man findet nur neuartige Lösungen, wenn wirklich Leute aus verschiedenen Gebieten über ein Thema diskutieren. Wenn man immer zu sehr im eigenen Zirkel bleibt, dann kommt man zwar für bestimmte Themen der Grundlagenforschung vielleicht vorwärts, aber es bringt einen nicht vorwärts, wenn man wirklich gesellschaftliche Probleme lösen will. Also die Diversität, die muss kommen und wir müssen auch versuchen, sie stärker in unser Hochschulsystem und Wissenschaftssystem hineinzubringen, wo doch an vielen Stellen leider immer noch die Monodisziplinarität mehr Punkte bringt als die Interdisziplinarität. Also haben wir noch ein wissenschaftskulturelles Problem. Thomas Stocker, Sie haben vorhin ganz fest genickt. Was haben Sie erlebt im Laufe Ihrer Karriere, wenn mehrere Disziplinen zusammenarbeiten? Das war schwierig, aber es war auch gleichzeitig sehr bereichernd, denn das, was man gemeinsam herausfindet, spricht viel größere Teile der Bevölkerung an. Wir können plötzlich, wenn wir über den Klimawandel und die Klimakrise sprechen, wenn Ökonomen dabei sind, wenn Ethiker dabei sind, da sprechen wir Themen an, die die gesamte Bevölkerung betreffen. Und ich denke, das ist die Kraft der interdisziplinären näheren Arbeit, dass wir hier sehr viel breiter denken und weiter vorausdenken, auch in dieser Krise, wenn andere Disziplinen dabei sind. Also insgesamt schwierig, eine Lernphase, eine Lernkurve, aber absolut notwendig. Marcel Salaté, Sie sind einer der bekanntesten Wissenschaftler in der Schweiz, aber Sie sind noch kein ordentlicher Professor. Belohnt die Wissenschaft falsch? Das glaube ich nicht. Außerdem auf Deutsch mag ich das Wort außerordentlicher Professor viel mehr. Wer will schon ordentlich sein? Nein, ich glaube, das ist wir hatten auch jetzt in dieser Krise eigentlich ein sehr gutes Backing, fand ich. Klar, es gab mal Spannungen, gerade im Frühling 2020, aber ich glaube, wir haben uns alle sehr
also ich kann nur für mich sprechen, ich habe mich sehr privilegiert gefühlt in dieser Zeit. Klar, es waren 7 Tage die Woche, praktisch 52 Wochen das Jahr, aber diese Krise ist einmalig und es war wirklich sehr interessant, hier mithelfen zu können. Und wir hoffen, dass wir das natürlich auch weiterhin können, aber eben die nächste Krise wird dann wahrscheinlich auch eine andere sein. Und ich hoffe da auch, dass wir diese interdisziplinäre Art und Weise jetzt auch am Leben behalten können, weil das ist ja wie mit Brücken, wenn man dann Brücken bauen muss, wenn die Krise da ist, das ist einfach sehr schwierig. Und wenn die schon da sind, dann kann man halt eben einfach darüber laufen. Und das hat uns in vielen Bereichen sehr genützt. Ich habe das persönlich auch gesehen bei der Entwicklung der entsprechenden Apps, dass es da schon diese Zusammenarbeit gab zwischen Epidemiologie und Technologie, hat uns dann auch ermöglicht, weltweite Standards zu setzen, weil wir schneller waren, weil wir eben nicht Brücken bauen mussten, sondern diese überschreiten konnten. Und ich hoffe, wir werden das weiterhin tun. Wunderbar, dieses schöne Bild zum Schluss, die Brücke, über die wir alle gehen müssen, in ganz verschiedenen Bereichen, die wissenschaftlich quasi auf einem Fundament beruhen. Ja, damit sind wir zeitlich schon am Ende unserer Diskussionsrunde. Ich möchte euch auf dem Panel ganz, ganz herzlich danken. Ihr habt allem getrotzt, auch der Technik, und wir sind da geblieben, wir sind gehört geworden, alle haben eine Stimme gekriegt. Und nun gebe ich weiter an meinen Kollegen Jörg Pfister, der Generalsekretär der Akademie der Naturwissenschaften, der den heutigen Anlass auch verantwortet hat. Ganz herzlichen Dank, wart ihr mit uns, und nun geht's über zu Jörg Pfister. Ah, er ist bereits erschienen. Wunderbar. Hallo Jörg. Wunderbar. Geschätzte virtuell Anwesende, wir durften hier einen außerordentlich spannenden Nachmittag erleben. Wir haben uns 2 große Brocken vorgenommen. Lassen Sie mich kurz ein paar wichtige Punkte zu diesen beiden Brocken Revue passieren. Wir haben einerseits über die Klimastrategie diskutiert des Bundes. Sie alle wissen, die wissenschaftlichen Grundlagen sind eindeutig. Wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränken wollen, dann braucht es ein Netto-Null an CO2-Emissionen bis 2050. Die Schweiz und die Staatengemeinschaft hat sich dazu verpflichtet, aktiv zu handeln. Und was wir heute gehört haben, ist eben, und gesehen haben, die Politik in der Schweiz versucht zu handeln, sie handelt, ein revidiertes CO2-Gesetz liegt zur Abstimmung vor und wir haben eine Klimastrategie. Wir haben natürlich aber vor allem gesehen heute, dass das nach wie vor eine Herkulesaufgabe ist. Wir haben verschiedene Herausforderungen kurz angesprochen, beginnen bei der Rolle von Finanzdienstleistern, etwas, das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit etwas unterschätzt wird, von Pensionskassen, Versicherungen etc. Wir haben über optimale Ausgestaltungen von Lenkungsinstrumenten diskutiert, auch das etwas sehr Wichtiges. Wie gehen wir mit Dividenden um? Realisiert die Bevölkerung deren Bedeutung? Ein großer Brocken sind natürlich die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen. Auch ohne diese speziellen Ziele hält der Bundesrat in der Klimastrategie fest, dass es 1.400 Milliarden Franken an Investitionen braucht bis 2050. Und dann kommen noch die 108 Milliarden dazu, wenn man das Ziel erreichen will. Ziele heißt auch immer Konflikte. Das war ganz wichtig. Wir haben das auch kurz angesprochen. Und bei vielen dieser Fragen, die wir jetzt da kurz angesprochen haben, ist natürlich immer unterschwellig ein wichtiges Element mit dabei, die Frage der Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit, die ganz entscheidend ist. Mir schien auch, eine zentrale Frage wurde nur kurz angesprochen, das ist das Folgende. Diese Diskussion kommt oft doch sehr techniklastig daher, sage ich jetzt mal. Es ist heute auch prominent zugespitzt worden. Die Frage, ja, reicht es, wenn wir überall Erdsonden haben und Solarpanels auf den Dächern? Nein, wahrscheinlich nicht. Also es geht nicht nur um eine technische, um eine Infrastrukturtransformation. Die Frage der gesellschaftlichen Transformation. Welche Schweiz wünschen wir uns denn? In welcher Schweiz wollen wir leben in Zukunft? Ist es weiterhin Usus, dass wir in Freiburg
wohnen und in Zürich arbeiten etc. etc. Ich glaube, auch diese Frage wird tendenziell eher unterschätzt und zu wenig diskutiert. Und ich denke, auch das ist etwas, wo auch die Wissenschaft noch wichtige Beiträge leisten kann. Was aber klar herausgekommen ist, wir müssen handeln, wir müssen den ersten Schritt tun, auch wenn es nicht alles perfekt ist. Mir kommt es vor wie eine Wanderung. Auf einer Wanderung, wir machen den ersten Schritt zum Haus hinaus. Nach 20 Minuten schnüren wir uns die Schuhe noch einmal neu. Wir ziehen mal einen Pullover aus, essen mal ein Sandwich zwischendurch. Wir gehen nicht erst los, wenn alles perfekt ist. Also der erste Schritt muss jetzt getan werden. Ich glaube, es ist allen bewusst, die Wissenschaft hat das aufgezeigt, wie die Zeit drängt. Und ganz wichtig, auch das ist heute zum Ausdruck gekommen, ist es eben ein Wir. Es braucht alle. Wir müssen es schaffen, die Bevölkerung mitzunehmen. Es ist nicht eine Frage der politischen Akteure, nicht eine Frage der Wirtschaftsakteure oder wem auch immer. Es braucht alle, inklusive die ganze Bevölkerung. Was wir auch noch diskutiert haben, das hängt auch mit dieser gesellschaftlichen Transformation zusammen, eben die Frage der Donut-Ökonomie. Also wie können wir uns adäquat sicher bewegen zwischen diesen bestehenden Planetary Boundaries, den Grenzen unseres Planeten, die er uns bietet, die ökologischen Grenzen und eben den sozialen Grenzen. Da sind wir wieder beim Thema der Sozialverträglichkeit. Also sehr, sehr relevante Fragen, die heute aufgeworfen sind und die uns sicher noch lange beschäftigen werden. Wir sind dann zum zweiten Teil übergegangen, hängt mit dem ersten natürlich eng zusammen, Dialog, Wissenschaft, Gesellschaft, auch hier stehen wir vor großen Herausforderungen.